Mikrolernen bedeutet Lernen in kleinstmöglichen Portionen. In meiner Mikrolern-App für die Programmiersprache Swift erwartet dich eine exklusive Sammlung hochwertiger Kurzvideos, die du einzeln, also losgelöst voneinander, oder auch hintereinander weg, quasi als Gesamtwerk anschauen kannst. Lernen in kurzen Einheiten ist besonders effizient, denn du musst dafür nicht mehr viel Zeit und Energie auf einmal aufwenden und kannst dennoch ein für dich neues Thema, wie zum Beispiel die Programmierung, viel schneller und angenehmer meistern. Das Rezept ist ganz einfach. Die Inhalte werden auf das Wesentliche komprimiert, extrem hochwertig aufbereitet und unterhaltsam vorgetragen. Die meisten meiner Mikrolern-Videos sind daher kaum länger als 4, sagen wir 5 Minuten. Genau richtig gehört, keine Minute länger. Sie behandeln innerhalb dieser Zeit ein in sich abgeschlossenes Thema, sodass du Stück für Stück immer ein bisschen schlauer wirst. Vorbei sind die Zeiten von langweilig vorgetragenen, verwirrenden und endlos langen Programmiervideos. Denn Qualität ist wichtiger als Quantität. Findest du Videokurse toll, die sich damit schmücken, dir tausende von Stunden an Lehrmaterial zur Verfügung zu stellen? Im Ernst, ich frage mich, wer will sich durch all das Material denn bitte durchkämpfen? Ich jedenfalls nicht. Und damit ist jetzt auch Schluss, denn ab sofort kannst du ja Mikro lernen. Und ganz egal, an welchem Ort du dich gerade befindest, ich finde, du solltest überall lernen können. Daher funktioniert die App auch offline, wenn du sie erst einmal installiert hast. Eine Internetverbindung brauchst du dann nicht mehr. Natürlich liefert die App auch von allen Lektionen, in denen Code vorkommt, die dazugehörigen offenen Projektdateien gleich mit. So kannst du sofort einsteigen und direkt mit dem Code experimentieren. Denn wie heißt es so schön, probieren geht über studieren. Sollte ich in einem der Videos mal ein Fachwort erwähnen, das eventuell erklärungsbedürftig ist, kann es sein, dass diese Schaltfläche erscheint. Du weißt nicht, was das Fachwort bedeutet? Dann frag mich doch einfach. Klicke auf den Button und innerhalb weniger Sekunden erkläre ich dir den Begriff. Und im Anschluss wird das ursprüngliche Video von alleine fortgesetzt. Aber aufgepasst, es geht noch individueller und zwar mit Quicktime-Events. In manchen Lektionen frage ich dich, ob du verstanden hast, was ich gerade erklärt habe. Hast du das verstanden oder soll ich es vielleicht nochmal erklären? Dann erscheinen 3 Schaltflächen im Video. Blitzmerker können auf Fortsetzen drücken oder warten einen Moment. Die Lektion wird dann fortgesetzt. Du bist noch nicht ganz sicher? Kein Problem. Dann drücke auf Erklären und ich gehe in einem separaten Video nochmal intensiver auf das zuvor Erklärte ein. Moment, was ist los? Und wenn du gar nicht richtig zugehört hast, klickst du am besten auf Wiederholen. Selbstverständlich gibt es in der App auch eine Volltextsuche, mit der du schnell an die gewünschten Inhalte herankommst. Und um welche Inhalte geht es eigentlich genau? Wir lernen Apples neue Programmiersprache Swift. Damit kannst du Apps für deinen Mac, dein iPhone, dein iPad, der Apple Watch und auch dem Apple TV erstellen. Damit das klappt, ist es allerdings absolut unausweichlich, dass du die folgenden Voraussetzungen erfüllst. Unsinn! Mach dir keinen Kopf! Ich bin fest davon überzeugt, alles, was es zum Programmieren braucht, ist der Wille, es zu tun und eine gewisse Begeisterungsfähigkeit. In Zukunft wird die Fähigkeit zu programmieren in vielen Berufen immer bedeutsamer werden. Du gestaltest mit Code demnach nicht nur deine eigene, sondern unser aller Zukunft aktiv mit. Deswegen begleite ich dich. Angefangen mit der Installation von Xcode, das ist das Programm, mit dem man Swift schreibt, bis hin zur Entwicklung deiner ersten eigenen App. Mit der ersten Version der Mikrolern-App erhältst du stolze 20 Videos. Doch damit nicht genug. In den Wochen nach der ersten Veröffentlichung der Mikrolern-App werde ich kostenlose Updates herausbringen, sodass die App ungefähr im Frühjahr 2018 ca. 40 Videos umfassen wird. Wer früh zuschlägt, wird durch die kostenlosen Updates belohnt, denn je umfangreicher die App später wird, desto wertvoller wird sie eben auch. Ich finde, ungefähr 1 Euro pro Video ist super fair. Und wenn du einfach nicht genug bekommen kannst, auf meinem YouTube-Kanal IXO findest du eine Reihe weiterer kostenloser Videos. Also, worauf wartest du noch? Lerne Coden mit Mikrolern Swift. Ab sofort im Mac App Store. Nachdem man die App das erste Mal veröffentlicht hat, dauert es immer einen kleinen Moment, bis die App dann auch tatsächlich im Store zu sehen ist. Ja, und deswegen habe ich eigentlich bis jetzt in die Nacht gewartet, denn die Idee war, wenn ich jetzt um Mitternacht die App quasi veröffentliche, dann ist sie morgen früh auf jeden Fall verfügbar. Wir warten jetzt mal ab, ob der Plan wirklich so aufgeht. Jetzt jedenfalls habe ich nur noch eine Sache zu tun und das ist, diesen Knopf zu drücken. Und dann ist es endlich geschafft. So, Freunde, ich nehme euch mal mit. Ich bin jetzt hier in iTunes Connect und da ist diese neue, wunderschöne Mikrolern-App. Ich klicke einmal drauf. So, und genau diese Version befindet sich im Status ausstehende Entwicklerfreigabe. Und das heißt nichts anderes, als dass ich jetzt nur noch diesen Knopf da auf der rechten Seite drücken muss, diese Version veröffentlichen und dann geht's los. Achtung und klick. Okay, es scheint, ich muss noch einen zweiten Knopf drücken, aber jetzt sollte es doch dann wirklich klappen. Ich drück mal drauf. Das sieht gut aus. Sieht das gut aus? Es läuft. Es läuft immer noch. Es läuft ziemlich lange. Was ist da los? Hat es sich die App vielleicht nochmal anders überlegt? Lädt neu. Die Seite lädt neu. Und sie hat einen neuen Status. Sie ist jetzt in Bearbeitung für den App Store. Hervorragend. Dann sollte sie bald verfügbar sein. Okay, that's it. Die meisten meiner Mikrolern-Videos sind daher kaum länger als 4, 5, 6, 7 Minuten. Als 4, 5, 6, 7. Als 4, 5, als 4 oder 5 Minuten.